Kinderlachen und große Kostümparty beim SC Siemensstadt. Im Sportzentrum ist am Faschingsdienstag Rambazamba, denn der Verein hat sich für seine kleinsten Mitglieder ein buntes Programm ausgedacht. Ja, heute wieder unser erstes Kinderfasching hier im Sportclub Siemensstadt in der Buhlstraße. 2020 leider das letzte Mal gewesen, dann kam Corona, dann mussten wir es ein bisschen einstellen. Jetzt haben wir wieder neu begonnen, weil wir festgestellt haben, halt hier im Kiez, die Eltern und die Kinder lieben das und kommen uns. Wir haben heute circa 400, 500 Teilnehmer hier gehabt, also es war richtig die Hütte voll. Wir freuen uns natürlich darüber, dass man den Weg hier zu uns ins Haus findet. Von einer Hüpfburg und Parcours bis hin zu Kinderschminken und einem Kuchenbuffet gibt es für kleine und große Besucher viel zu entdecken. Ein Highlight ist die Show der Tongruppe Reverse, wobei es auch für sie selbst ein ganz besonderer Auftritt ist. Wir finden es halt cool, dass auch unsere Eltern da auch sowas machen, zum Beispiel Glitzer-Tattoos oder halt Schminken. Das ist halt schon cool und dass es auch alles für diesen Tag aufgebaut wurde, das ist halt auch cool. Doch beim SC Siemensstadt bleibt es auch nach Fasching bunt, denn das Sportangebot des Vereins ist vielseitig und bietet für jedes Alter das passende Programm. Wir bieten natürlich auch an, vom Säugling bis ins hohe Alter Sport. Wir haben angefangen mit den Kinderschwimmkursen, mit den Babyschwimmkursen und mit unserem Programm Spatz, was sehr groß ist, wo die Kinder eben Sport ausprobieren können. Hier werden Familie und Vielfalt ganz groß geschrieben. Und das bringt nicht nur Kinder, sondern auch die Eltern zum Strahlen. Die Trainer sind immer sehr, sehr zugewandt. Also gerade Xenia macht wirklich auch tollen Sportunterricht mit den Kindern. Es gibt ein richtig, richtig großes Angebot. Wer neugierig geworden ist, kann auf der Homepage des Clubs alle Informationen zu dem Angebot finden. Der SC Siemensstadt freut sich immer über neuen Zuwachs, um nicht nur an Fasching für viel Kinderlachen und große Partys zu sorgen.